Kinder, die körperlich, kognitiv oder emotional vernachlässigt werden, weil zum Beispiel ihre Mutter krank und ihr Vater beschäftigt war, leiden häufig unter Angstzuständen. Als Folge davon produziert ihr Körper Stresshormone. Passiert dies immer wieder, schaden diese Hormone dem Gehirn, das sich in der Entwicklung befindet. Dies kann später dazu führen, dass das emotionale und kognitive Wohlbefinden ein Leben lang beeinträchtigt wird. Die wahre Geschichte von Daniel Rucareanu, der einen Teil seiner frühen Kindheit in einem rumänischen Waisenhaus verbrachte, zeigt, welche Auswirkungen Vernachlässigung haben kann. Die Geschichte begann 1966. Der damalige rumänische Staatschef Nicolae Ceausescu wollte sein Land zu einer Weltmacht machen und erließ Gesetze zur Erhöhung der Bevölkerung des Landes. Abtreibung und Empfängnisverhütung wurden weitgehend für illegal erklärt. Das Gesetz führte zwar zu einem raschen Anstieg der Geburtenrate, doch viele der ärmeren Familien waren nicht in der Lage, sich um alle Kinder zu kümmern. Und so wurde Daniel zusammen mit etwa 500.000 anderer Kinder in staatliche Einrichtungen eingewiesen. In den meisten Waisenhäusern gab es kein Spielzeug, keine Bücher oder etwas anderes, das die kognitive Entwicklung fördern konnte. Viele Kinder starrten nur auf die kahlen Decken und warteten auf ihre nächste Mahlzeit. Aufgrund des fehlenden menschlichen Kontakts entwickelten einige Babys Strategien zur Selbststimulation, wie das Hin- und Herschaukeln. Die kognitive Vernachlässigung führte oft zu niedrigeren IQ-Werten, verzögerter Sprachentwicklung und einem Mangel an kreativem Denken. Dies ist darauf zurückzuführen, dass unser Gehirn mit jeder neuen Erfahrung und Stimulation neue Verbindungen aufbaut. Fehlen in den ersten Lebensjahren umfangreiche Erfahrungen, in der Zeit, in der sich das Gehirn am schnellsten entwickelt, können Kinder nicht die Grundlagen bilden, die für optimales zukünftiges Lernen notwendig sind. Sie verpassen etwas fürs Leben. Daniel lebte mit über 400 anderen Kindern zusammen und ihre gemeinsamen Zimmer wurden so gut wie nie gereinigt. Die Mahlzeiten bestanden meist aus winzigen Portionen gekochten Kohls, den das Personal manchmal stahl, um ihn selbst zu essen. Einige Betreuer setzten Gewalt ein, um die Waisenkinder zu kontrollieren. Andere ermutigten die älteren Kinder, Daniel zu schlagen, um ihn zu demütigen und Autorität auszuüben. Die Folgen der körperlichen Vernachlässigung und des Mangels an Grundnahrungsmitteln führten bei den meisten Waisenkindern zu einem verkümmerten Wachstum. Einige Kinder infizierten sich als Folge der Wiederverwendung von medizinischen Hilfsmitteln mit HIV und Hepatitis B. Die körperliche Misshandlung führte zu schweren Hämatomen und anderen Verletzungen. Das überlastete und untergeschulte Personal konnte die weinenden Kinder kaum beruhigen. Tatsächlich verbrachten sie kaum Zeit mit Daniel. Manche Kinder wurden mit ihren Sorgen völlig allein gelassen. Andere verbargen ihre Gefühle vor den Menschen, die sie eigentlich beschützen sollten. Sie hatten Angst, verletzt zu werden. Emotionale Vernachlässigung und Angst führen zu einer übermäßigen Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Das ist wie Gift für das sich entwickelnde Gehirn, aber auch das Verständnis der Kinder für Liebe und menschliche Beziehungen verzerrt sich durch sie. Die Kinder lernten, niemandem zu vertrauen. Und litten als Erwachsene oft unter Depressionen, Schlaflosigkeit und sozialen Ängsten. Als das Ceausescu-Regime schließlich gestürzt wurde und die Zustände in den Waisenhäusern im Fernsehen gezeigt wurden, kamen Forscher aus der ganzen Welt, um die namenlosen Kinder zu untersuchen. MRT-Scans zeigten später, dass einige von ihnen ein geringeres Volumen an Gehirnmasse aufwiesen. Die daraufhin durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass nicht nur die Ernährung, sondern auch der menschliche Kontakt für die Entwicklung eines Kindes von entscheidender Bedeutung ist. Um den Kindern zu helfen, wurden viele von ihnen in ausländische Familien adoptiert. Aber auch nach der Adoption hatten viele Probleme, eine liebevolle Bindung zu ihren neuen Eltern aufzubauen. Dies steht im Einklang mit der Bindungstheorie und der Annahme, dass ein Kind schon früh im Leben eine liebevolle Beziehung zu mindestens einer Hauptbezugsperson aufbauen muss. Daniel hatte großes Glück mit seiner Familie.
Obwohl er weiterhin Traumata und Ängste erlebte, absolvierte er eine Universitätsausbildung. Er gründete eine eigene Familie und später eine gemeinnützige Organisation für vernachlässigte Kinder. Wenn du in einer liebevollen Umgebung aufgewachsen bist, kannst du dich wirklich, wirklich glücklich schätzen. Wenn du in irgendeiner Form vernachlässigt wurdest, versuche den Gedanken zu verinnerlichen, dass es nie deine Schuld war und vielleicht nicht einmal die Schuld deiner Eltern. Wenn du wissen willst, was man unserer Meinung nach tun kann, wenn du schon einmal Vernachlässigung erleben musstest, schau unten in den Beschreibungen. Eine Möglichkeit ist, deine Gedanken über Vernachlässigung mitzuteilen und zu formulieren, wie du glaubst, dass sie dich heute betrifft.